Mea culpa, mea maxima culpa, heilige Maria, Mutter. Hey, heiliger Bruder, was gibt's denn? Geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und auf Erden ist eine Menge los. Und der Herr spricht, sieh dich um, mein Sohn, das Leben ist voller Überraschungen. Die sollten eine Überraschung für mich sein. Oh, da liegt noch Bruder Braun. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Na, heiliger Bruder, sehen Sie Mabel? Braun ist das jedenfalls nicht. Aber wie haben Sie das geschafft? Allein gegen vier? Tja, wissen Sie, auch als Parfümhändler muss man sich durchschlagen können. Dann rufen wir mal den Totengräber, nicht wahr? Ja, jetzt lachst du. Das ist typisch für dich. Sie sind durch deine Schuld gestorben. Zieh dir das Büßerhemd an. Ich habe ihnen meine Kutte nicht gegeben. Wer weiß, vielleicht haben sie die einem Kollegen von mir geklaut. Irgendwann muss hier was passieren. Creighton ist nicht der Typ, der stillhält. Der ist verdammt clever und wird ein starkes Geschütz erfahren, um die West Company von der Bildfläche zu putzen. Aber Kit, wer wird denn verzweifeln? Wir sind da ausgeschlafen, die Jungs. Wir haben Gott auf unserer Seite. Kid, du musst sofort mit mir mitkommen. Wo brennst denn? Kid, komm schnell mit zur Ranch. Ich kann es dir nicht erklären. Ich bitte dich, komm mit mir mit. Komm schnell. Leonor, was ist los? Leonor, warte doch eine Sekunde. Ich brauche meine Pistole. Da ist er schon. Das hat sie gut gemacht, die Kleine. Nehmen Sie das Ding weg! Oh, Leonor! Warte! Da bist du ja, Sandokid. Freut mich, dich zu sehen. Du kannst ja schon mal den Anzug ausziehen. Es könnte sein, dass er sonst schmutzig wird.